Die Schutzpolizisten der Transportpolizei sorgen für Ordnung und Sicherheit auf dem Gelände der Deutschen Reichsbahn. Jederzeit zuverlässig, Tag und Nacht. Eine wichtige und verantwortungsvolle Tätigkeit bei der Erfüllung des Klassenauftrages der Deutschen Volkspolizei zur Stärkung und zum Schutz unserer Arbeiter- und Bauernmacht. Die Genossen der Transportpolizei in den blauen Uniformen verrichten ihren Dienst auf Personen- und Güterbahnhöfen, auf freien Strecken und in Reisezügen. Sie begleiten und sichern aber auch Transporte mit volkswirtschaftlich hochwertigen oder gefährlichen Gütern. Schutzpolizisten der Transportpolizei arbeiten in erster Linie vorbeugend, damit Straftaten, Verfehlungen und Ordnungswidrigkeiten sowie andere Gefahren und Störungen erst gar nicht auftreten. Und das unter den komplizierten Bedingungen des Eisenbahnbetriebes. Dabei stehen sie unablässig im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Bei seiner vielseitigen Arbeit helfen dem Schutzpolizisten Hinweise und Mitteilungen der Eisenbahner und der Reisenden. Er wiederum ist stets bereit, Auskünfte zu erteilen. Durch den Stadttunnel, über den Boulevard bis zum Marktplatz. Selbstverständlich hilft er auch in solchen Situationen. Bei Ordnungswidrigkeiten wirkt er erzieherisch ein. Entdeckt er Straftaten, veranlasst er sofort die ersten Maßnahmen. Rose 52, Rose 61, kommen. Gleis 5, Einöffner Gehwaren, Diebstahlsverdacht. Er achtet auch auf Ursachen und Bedingungen, die Straftaten und andere Rechtsverletzungen begünstigen. Dabei müssen sich dann schon die betreffenden Reisenden einige belehrende Hinweise zu ihrem leichtfertigen Verhalten anhören. Ich bitte Sie, in Zukunft Ihr Reisegepäck nicht unbeachtet stehen zu lassen. Sie begünstigen damit Diebstahlshandlungen in Ihrem persönlichen Eigentum. Bei Gefahrenquellen und Störungen wird der Schutzpolizist oft vor schwierige oder überraschende Situationen gestellt. Ja, 61, 62. Aus vorne Fett, 61, 52, offenstehende Tür. Erster Wagen, Fahrtrichtung rechts, kommen. Sie im Interesse unseres sozialistischen Staates und seiner Bürger mit hoher Eigenverantwortung zu bewältigen, verlangt von ihm ein entsprechendes Wissen, Reaktions- und Einfühlungsvermögen, Entschlusskraft und hohe Einsatzbereitschaft. Wir alle. Betriebsgefahr. Halte Züge zurück. Schienenbruch, Kilometer 156, frei. Gleis, Berlin, Halle. Sie sehen hier einen schweren Bahnbetriebsunfall, wo eine E-Lok... Die Voraussetzungen dazu erhält der künftige Schutzpolizist durch seine Ausbildung an der Transportpolizeischule, wo ihm all das beigebracht wird, auch solche Eigenschaften wie Schnelligkeit, Mut, Ausdauer, Reaktionsvermögen und Disziplin. Leitkette, links! Während einer mehrmonatigen Tätigkeit im Lehrrevier soll das an der Schule Gelernte vertieft werden. Erfahrene und bewährte Lehrwachtmeister befähigen den Schutzpolizisten, seine Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich zu lösen. Nach erfolgreichem Abschluss der Grundausbildung wird der Schutzpolizist dem Dienstkollektiv eines Transportpolizeireviers zugeteilt. Seine Tätigkeit richtet sich danach, ob er zur Sicherung des Reise- oder Güterverkehrs, der freien Strecke, bestimmter Objekte der Deutschen Reichsbahn oder zum Schutz volkswirtschaftlich hochwertiger oder gefährlicher Güter in einem Transportbegleitkommando eingesetzt wird.
Bei seinem verantwortungsvollen Dienst helfen dem Schutzpolizisten der Transportpolizei freiwillige Helfer der deutschen Volkspolizei. Er stützt sich dabei auch auf die aktive Mitwirkung weiterer gesellschaftlicher Kräfte. Welche Brigade war denn heute im Dienst? Viele Aufgaben werden gemeinsam mit den anderen operativen Kräften der Transportpolizei gelöst. Dazu gehören Kriminalisten, Zugstreifen, Abschnittsbevollmächtigte der Transportpolizei, Schutzpolizisten des Nachbarstreifenbereiches. Aber auch das Zusammenwirken des Schutzpolizisten der Transportpolizei mit den Schutzpolizisten des Volkspolizeikreisamtes bzw. Volkspolizeireviers ist ein Grundprinzip seiner Tätigkeit. Immer aber muss der Schutzpolizist der Transportpolizei politisch richtig entscheiden und taktisch richtig handeln. Der Dienst zu jeder Tages-, Nacht- und Jahreszeit, oft unter schlechten Witterungsverhältnissen, erfordert vom Schutzpolizisten ein jederzeit umsichtiges Verhalten. Gute politische und fachliche Kenntnisse, ein hohes Allgemeinwissen, höfliches Auftreten sowie pädagogisches und psychologisches Feingefühl und Sprachgewandtheit prägen seine Persönlichkeit. Dafür benötige ich natürlich die Beschreibung des Kindes und den Namen. Das Kind ist ganz, Frauenmantel, kurze Hosen, paar braune Schuhe, das heißt das Golf und ist ungefähr 4 Jahre alt. Hose 61, Hose 62, hier Hose 52, komm mit. Im Dienst wird der Schutzpolizist unmittelbar durch erfahrene Vorgesetzte kontrolliert und befähigt, seine Aufgaben mit hoher Wirksamkeit zu erfüllen. Die Transportpolizei nimmt in erster Linie klassenbewusste junge Arbeiter in ihre Reihen auf, die bereit und in der Lage sind, entsprechend dem Eid der deutschen Volkspolizei, der DDR und ihrer Regierung allzeit treu ergeben zu sein und die Dienstpflicht gewissenhaft zu erfüllen. Angehende Schutzpolizisten der Transportpolizei müssen den Bedingungen der Diensttauglichkeit für den operativen Dienst auf dem Gelände der Deutschen Reichsbahn entsprechen. Der Abschluss der 10. Klasse, eine Berufsausbildung möglichst als Facharbeiter für Eisenbahntransporttechnik und der geleistete Wehrdienst sind weitere Voraussetzungen. Nach Bewährung als Schutzpolizist der Transportpolizei kann er sich bei entsprechender Eignung und Qualifizierung zum Diensthundeführer entwickeln. Er kann auch Streifenführer werden. Mit ausreichenden volkspolizeilichen Erfahrungen, Kenntnissen und Fähigkeiten kann der Schutzpolizist Abschnittsbevollmächtigter der Transportpolizei werden. Die dafür erforderliche Qualifikation erwirbt er an der Schule für Abschnittsbevollmächtigte. Die Entwicklung zum Offizier der Transportpolizei ist durch den Besuch der Offiziersschule des Ministeriums des Innern Wilhelm Pieck möglich. Bei entsprechender Eignung und Qualifizierung ist auch eine Entwicklung zum Kriminalisten gegeben. Besonders befähigte und in der Praxis bewährte Offiziere können zum Studium an der Hochschule der Deutschen Volkspolizei Kalibknecht delegiert werden. Die Spezialkommission zum Ereignisort ausrückt, dass der Leiter des Dieses Studium schließt nach 2 Jahren und erfolgreicher Diplomverteidigung mit dem akademischen Grad Diplom-Staatswissenschaftler ab.